Neue Rasse in Mass Effect Andromeda enthüllt, Ärger um Nacktheit in Watch Dogs 2 und ein 32-Minuten-Speedrun 4 Tage nach Dishonored 2 Release. Herzlich willkommen zu den News mit Jules. Eine der neuen Alienrassen in Mass Effect Andromeda trägt den kurzsilbigen Namen Cat. Dies bestätigte Art Director Joel McMillan nun in einem Interview mit den Kollegen von Game Informer und offenbarte einige Artworks. Die Cats sollen wohl die Rolle des neuen Antagonisten übernehmen und sind wohl Ureinwohner der Andromeda-Galaxie. Entgegen früherer Überlegungen entschied man sich dafür, den Cat eher menschenähnliche Züge zu geben, damit wir sie besser verstehen und uns in sie hineinversetzen können. Die Cats sind also offenbar nicht abgrundtief böse, sondern bieten viel Spielraum für moralische Grauzonen, wofür wir die Mass Effect-Serie so sehr lieben. Der Name Cat dürfte in einigen Regionen von Großbritannien übrigens für große Augen sorgen, denn dort bedeutet er Scheiße. Mass Effect Andromeda erscheint im Frühjahr 2017 und spielt rund 600 Jahre nach den Ereignissen der ersten Trilogie. Now I know what makes you special. PlayStation Network Bann aufgrund eines Watch Dogs 2 Screenshots. So berichtet ein User auf NeoGAF. Er habe das Spiel aufgrund eines Fehlers von Amazon Prime Now schon frühzeitig erhalten und in einer Hinterstraße versehentlich ein paar Prostituierte weggebombt und einen Screenshot davon mit der Share-Funktion geteilt. Ja. Das Problem, an einer der Prostituierten war mit erstaunlichem Detailgrad ein weibliches Geschlechtsteil zu erkennen, worauf der User eine Mail von Sony erhielt, die ihn über einen einwöchigen Bann informierten. Nackte Menschen in Watch Dogs 2 anzutreffen, scheint übrigens keine Seltenheit zu sein, da das Spiel mit dem Thema sehr offen umgeht. Die Frage ist also, wie Sony damit umgeht, wenn sich solche Screenshots mehren. Außerdem, ist es okay, das Teilen von Content zu verbieten und zu bestrafen, das so 1:1 im Spiel enthalten ist? Diese Frage werden wir uns stellen müssen. Dishonored 2, das Vermächtnis der Maske, ist erst seit ein paar Tagen auf dem Markt. Schon jetzt hat es ein Speedrunner geschafft, das Spiel innerhalb von 32 Minuten zu beenden. Wu Tiem nennt sich der ambitionierte Spieler, der für Dishonored 2 nunmehr den Weltrekord innehält. Er machte sich dabei Physik und KI der Gegner so geschickt zunutze, dass er seine Aufgaben in Sekundenschnelle erfüllen konnte. Dishonored 2 befindet sich bei uns ja gerade im Test und wir können Entwarnung geben. Für normalsterbliche Spieler wird ein Playthrough wohl um die 8 Stunden dauern und das, wenn man sich nur auf die Hauptgeschichte konzentriert. Weitere Infos zu Dishonored 2 seht ihr dann bei uns im Test. Das war's für heute mit den News. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und für die vielen Vorschläge eines Slogans. Ich probiere jetzt einfach mal einen aus. Haut kräftig in die Tasten, aber nicht zu doll.